Hallo liebe Siedler, hier das dritte Video für den heutigen Tag. Nach der Sonderwartung habe ich ein schnelles gemacht, nur um zu schauen, ob das mit den Generä, also mit den Spezialisten wieder funktioniert. Dann ist auch noch das Thema aufgetaucht, dass man jetzt nicht mehr zur Abenteuerinsel kann. Das Wechseln kickt einen aus dem Spiel, beziehungsweise man kann eigentlich überhaupt nicht spielen. Das habe ich kurz mit einem Wirbelwind probiert in dem vorigen Video. Es hat funktioniert, aber eben, da bin ich nur kurz auf die Insel wieder zurück und das war's eigentlich. Hier möchte ich jetzt ein Ganzes schnell durchspielen. Das sind die Schwarzen Ritter. Die Generäle habe ich schon weggeschickt, da warten wir noch ein bisschen. Was ich im vorigen Video vielleicht vergessen habe zu erwähnen, glaube ich, habe ich nicht gesagt. Hier bei den Generälen. Der geschenkte, mumifizierte Geologe ist nun auch wieder weg. Entschuldigung. Der war ja hier, so ein mumifizierter Geologe. Der hat ja einen Fehler gemacht, wenn ich ihn angeklickt habe. Der ist jetzt auch nicht mehr hier. Ah, hier haben wir jetzt einen Entdecker, der zurückgekehrt ist. Und das möchte ich jetzt gleich testen. Es wird jetzt gesagt, wenn ein Entdecker zurückkommt, wird das nicht mehr ins Lagergut geschrieben, beziehungsweise steht da und da Lager voll. Das schauen wir uns jetzt einmal an. So, der hat mir das jetzt hier mitgebracht. Und ich sage jetzt dann eben, ich möchte das in den Stern haben, nicht ins Lager. Wäre jetzt auch hier den Stern aufmachen. Da gehen wir auf Rohstoffe. Dann soll er mir hier nur. Ja, das lassen wir gleich so. Da sehen wir da eh gut Marmor. Sehen wir hier, behalten wir uns einfach das Marmor. So, behalten wir uns einfach hier Marmor, weil das ist um einiges mehr, was er hier gefunden hat. Hier sehen wir 2,82, 7,83. Wenn ich das jetzt in den Stern versende, müsste hier im Meer stehen. Das Lager ist bestimmt nicht voll, das können wir uns auch anschauen. Aha, bin ich noch da rum. So. Und hier sieht man eben, ach, wo bin ich denn da? So, hier habe ich nur 40k erinnern. Also, das heißt, das Lager ist nicht voll. Jetzt werde ich das in den Stern transferieren. Und hier kommt jetzt die Standardmeldung, dass das Lager voll ist. Und ich soll dem Lager aus mehr Kapazität schaffen. Das ist jetzt so eine falsche Information. Aber man sieht dann hier schon, dass es eben dazu gekommen ist. Und beim Essen kann man es jetzt nicht schauen, aber hier sieht man das dann, dass es eigentlich eh hier rein transferiert wird. So, nun einmal so viel dazu. Haben wir noch irgendwas? Sonst habe ich hier, glaube ich, nichts. Schauen wir mal. Wohl, was haben wir hier? Ah, das könnte man noch probieren. Das ist zum Beispiel so Bronzekessel, die können wir auch noch machen. Die machen wir auch noch schnell. So. So, Bronzekessel. Hier haben wir 3,68 und ich sage jetzt, ich möchte in den Stern gehen. 3,68. Hier kommt wieder die Meldung. Das Lager ist voll, obwohl es nicht so ist. Und hier sind wir dann schon auf 3,74. Also man sieht, es wird hier nichts gestohlen und es wird auch alles in den Stern gegeben, obwohl hier so eine Falschmeldung ist. Hier kann man mal beruhigt sein. Hier funktioniert alles. Wie ungewohnt, sage ich jetzt einmal. Man wird ein bisschen verwirrt momentan. So, dann schauen wir jetzt einmal in das Spiel. Schauen wir mal, ob wir wechseln können. Ich besuche mal. Geht's oder geht's nicht? So, funktioniert. Gott sei Dank. So. Die Generäle sind auch schon hier. Die will ich jetzt einmal kurz versetzen.
So, ich werde dann auch den Lech versuchen, den Lech zu durchbrechen. Ich werde jetzt auch noch den Lech verschenken und man sieht, so. Und da weiß ich, die Versetzen gehen wir wieder zurück zur Insel. Schauen wir mal, ob das eh noch funktioniert. Oder ob ich schon aus dem Spiel fliege. Nein, scheint zu funktionieren. Die werden eh schon auf ihrem Platz sein. Ah, und jetzt sieht man hier, hier steht jetzt Error und ich kann nicht auf die Insel. Das heißt, fliegt da jetzt wahrscheinlich raus. Ach, man kann nur hoffen, meine, mittlerweile ist ja die Hoffnung ja auch schon irgendwo weit weg. Wenn man dann nach einem Update und einer Sonderwartung solche Probleme hat, da fragt man sich dann schon, ja, also da wäre sogar ich, der sehr optimistisch bis jetzt gewesen ist, sogar ich, da fragt er jetzt schon langsam, was ist da los, ja? So, also mit dem Waterfox sind wir jetzt da drin und schauen wir gleich nochmal, ob wir jetzt auf die Insel kommen oder ob wir wieder rausfliegen. So, die Karte lädt einmal, das ist schon einmal gut. Und wir sind auf der Insel. So. Nun schauen wir mal. Wenn ich da jetzt an die Insel wieder verlasse. Ihr könnt eh gern vorspielen, ihr seht es dann eh. Ich möchte es einfach jetzt nur so aufnehmen. Aber es dauert auch ziemlich lange, es haben normalerweise nicht so lang. So, Insel wieder da, passt. So, machen wir wieder einen Wechsel. Schauen wir uns das an. Listungs, Ladekarte. Karte wird geladen. Und ja. So. Das heißt, er schmeißt uns wieder aus dem Spiel. Ja, da müssen Sie auf alle Fälle jetzt in den nächsten 2, 3 Tagen, das müssen Sie in den Griff bekommen, dass das mit den AT. Es ist ja so. Jetzt hat das eh mit den Generälen nicht so richtig funktioniert. Oft funktioniert der Rückzug nicht. Dann versemmle ich, weiß ich, wie viel Truppen. Wenn ich nur ein paar Soldaten versemmle, ist das ja noch halb so schlimm, ja. Aber wenn es anfängt mit den anderen Truppen, ja, mit den Elite-Truppen, also dann, die brauchen hier schon ein wenig mehr an Rohstoffen und da ist dann schon lässig, wenn ich hier auf einmal dann 100 Schwertkämpfer da und 100 Schwertkämpfer dort verliere, obwohl es eigentlich gar nicht Not wäre, ja. Also das ist schon sehr, sehr lästig. Und da hat man auch gesagt, na, es funktioniert wenigstens das AT. Wenn man aufpasst, kommt man eh zurecht. Blocken geht nicht, man kann es trotzdem irgendwie schaffen. Geht. Funktioniert. Ganz erfahrene Spieler schaffen das auf alle Fälle. Die haben schon ihre Routine. Spieler, die noch nicht so viel gespielt haben, die wissen es eh noch nicht, die mit dem Blocken und so. Die werden vielleicht oft beim Rückzug
sich ärgern, weil sie irgendeinen General nicht rückziehen können und dadurch Truppen verlieren. Man weiß ja, umso ein niedrigeres Level, umso länger dauert es auch noch, bis hier Truppen ausgebildet werden, ja. Also wenn man schon einmal 60, 70 ist, das sind ja Rekruten sowieso nur mehr Futter eigentlich, ja. Und jetzt gehen wir gleich einmal dahin. Ich möchte nicht zu verlummern. So. Ich werde das für euch offen lassen. Ihr könnt das da gerne ein bisschen mitlesen. So, jetzt haben wir es gleich. Drin ist er. Kämpfen tut er. Balkan sehen wir keinen. So, da warten wir jetzt noch ein bisschen. Und geschafft. So, da sind wir jetzt durch. Was wir machen mussten, haben wir. Und wir gehen zurück. So, also das hat jetzt hier einmal funktioniert. Gar nichts hat es funktioniert. Schlecht war es. Zwei Abbrüche in eine Mini-AD. Aber wir schauen jetzt trotzdem einmal. Was wir hier bekommen. Hier wird uns ja jetzt einiges angezeigt. Und ich gebe automatisch alles in den Stern. Was suchen wir uns aus? Was nehmen wir? Wir brauchen immer eins. Nehmen wir hier diese 100 Bier. Nehmen wir das Malzbier. So, da haben wir schon Malzbier. 425 steht da, 425. Es müsste dann 440, 125 dastehen. Und ich gebe das jetzt in den Stern. Jetzt wird er mir wahrscheinlich eine Literlei runterschreiben. Lager voll. Jawohl, Lager ist voll, okay. Ich soll es ausbauen, egal. Aber es kommt hier trotzdem in den Stern. Genau 40,125. Also hier braucht man sich keine Gedanken machen. Das funktioniert alles recht gut. Recht gut, ja. Ich bin froh, dass es in den Stern kommt und nicht irgendwo hin verschwindet. Also verschwinden tut nichts, gestohlen wird nichts. Es ist irgendwo, ist immer alles überall. Nehmen wir jetzt irgendeine von der Gilde. Und zwar da. Gehen wir mal her. Und schauen mal. Ob mich aber jetzt nicht an, aber wer weiß, in diesem Spiel ist momentan alles möglich. So, das dauert aber jetzt wieder die Zeit. Ah, okay. Man sieht jetzt an hier, haben wir wieder sowas und sehr, also da vergeht ja natürlich dann natürlich die Spiellust. Das ist verständlich. Und man kann nur hoffen, dass jetzt gleich bald wieder eine super, super, super Wartung kommt, ja.